So, Leute, da sind wir beim neuen Video und ihr seht schon, ich habe Arena offen. Und ich habe das Streamer Overlay von dem New Streets of Capenna Early Access Event. Ja, ich durfte gestern für euch, heute für mich schon mal ein bisschen auf Arena spielen. Deshalb kommt das Video auch ein bisschen früher. Und ich dachte mir, ich habe ein bisschen rumgetestet, ich habe mit ein paar Decks rumgespielt. Ich habe ein Deck gefunden, was ich sehr cool finde, einfach nur weil mir die Strategie gefällt. Und ich war letzte Woche, für die Leute, die mir auf Instagram und Facebook und Twitter und so weiter folgen, war ich auch schon auf dem Pre-Release. Das ist ja das erste Mal jetzt, dass Arena nach dem Pre-Release kam. Und das Pre-Release war voll, dementsprechend echt cool. Und ja, dementsprechend wollte ich euch mal so ein bisschen was zu dem Set erzählen. So ein bisschen meine Meinung machen. Das letzte Mal bei diesem Early-Event, wie man auch das immer nennt, war es so, dass ich einige Gameplays gemacht habe. Das mache ich hierbei nicht. Ich werde es so machen, ich werde im Hintergrund ein bisschen das Gameplay zocken lassen und so ein bisschen spielen lassen und werde dabei euch so ein bisschen meine Meinung erzählen. Ganz kurz zum Deck selber. By the way, Hashtag Werbung, muss ich hierbei sagen. Das hier ist von Wizards of the Coast gesponsorter Content, weil sie haben mir den Early Access Account gemacht. Das ist dann gesponsorter Content. Ich darf hier alles zeigen. Ich habe Zugriff auf 478.000, das sieht man nicht wegen dem Stream-Overlay, Gems und was nicht alles. Und dementsprechend, ja, eine Menge. Ja, das Deck, ich habe diese Karte im Pre-Release lieben gelernt. Boon of Safety ist eine absolut geile Karte. Ein Mana, eine Schild-Token. Schild-Token steht ja oben, wenn das permanente Schaden kriegen würde oder zerstört würde, nehmen wir stattdessen den Schild-Counter runter. Und Scry 1, Instant. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich eine geile Karte. Da habe ich mir gedacht, was für ein Deck kann damit denn umgehen? Natürlich, das gute alte Magecraft-Deck. Da haben wir dann noch so hier aus Crimson Vow ein bisschen neuere Sachen. Play with Fire aus Midnight Hunt. Natürlich Spike Hazard. Hier auch eine neue Karte, der Virtuose mit 2-1 Double Strike. Und wenn er das Ziel von einem Zauber wird, macht mir Conniff. Wo wir eine Karte ziehen, eine Karte abwerfen, also eine Karte cyclen. Wenn wir eine Nicht-Land-Karte cyclen, kriegt er eine +1/+1 Marke, auch mit Double Strike, sehr nett. Dann haben wir natürlich den Löwen, dann haben wir noch ein Shelter, weil es genau wie das Spike Hazard ein Land ist. Dann haben wir zweimal Show Confidence, klar, kennen wir. Und noch viermal Antagonize. Zwei Mana +4/+3 ist Banane gut. Für eine Common, also hier sind kaum Rares drin, für die Leute, die es wirklich juckt, viermal der. Und der Rest sind Commons und Uncommons. Bis auf die hier aus Midnight Hunt. Die ist auch noch Rare und da oben der Mavinda auch. Weil die gibt halt Trampel und das ist halt gut. Wachsamkeit ist meh, Lifelink ist meh und Zerstörbarkeit ist meh. Eile ist ganz nett. Mavinda natürlich, um die Sachen noch aus dem Friedhof zu machen. Und wir haben eine Menge mit Targets drin. Spells, alle unsere Spells targeten. Dementsprechend, ja, schon ganz cool. Ein Aiganyo, genau wie ein Sokenzahn, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie viel man davon spielt. Wahrscheinlich wesentlich mehr. Plains-Ding. Ich habe ein Den of the Bugbear drin und ja, so das. Ja. Wir suchen mal einen Gegner. Damit ich euch in der Zeit auch ein bisschen was erzählen kann. Ich war Pre-Release, ich war hier bei diesem Early Access Streamer Event ein bisschen dabei, habe ein bisschen gespielt, habe mir ein bisschen was über das Set angeguckt und das Set ist cool. Ich war nicht so gehypt für das Set und auch nach dem Pre-Release war ich nicht ganz so gehypt. Ich hatte im Pre-Release eine Karte gezogen, die sehr viel Spaß gemacht hat. Ich zeig's mal, gucken, ob du eine Karte in der Kamera sehbar ist. Hab den Omnixilis gezogen, das war cool, der hat mega viel Spaß gemacht, da waren auch richtig coole Plays mit möglich. Dementsprechend mega, mega nice. Und genauso habe ich die Portalzerstückelung gespielt. Das ist ein Nichtland-Permanentes-Removal. Und der kann nicht gekontert werden. Wahnsinnig stark. Und auch den heimtückischen Hehler, der 2-3er, der da was machen kann. Und das ist wirklich, also das war stark. Das war mega cool, das Deck. Und am Ende hatten wir zwei Preisbooster. Und ich habe aus den Preisboostern, ganz kurz einmal über die Hand gucken, das sieht gut aus. Das kann man halten. Bei den Preisboostern gab es Setbooster und ich habe zwei Karten von der Liste gezogen. Sakashima Student und Blood Moon hier unten, wie man sieht hier von der Liste. Mega cool. Und das war wirklich, wirklich cool. Ich muss sagen, das Set selber fand ich auch cool. Ich mag Dreifarbe-Decks sowieso, muss aber sagen, ich finde es
sehr, sehr, sehr schwierig, wie das mit dem Prelease umgesetzt wird. Das Kit ist irgendwie seltsam designt, also das Paper-Kit. Es ist irgendwie so, Maestro hat mich gepickt und ich glaube, Obscura habe ich gespielt. Und wir haben Tour de Giant gespielt. Mein Mitkollege hat Obscura gepickt und Umnita gespielt. Also wirklich, wirklich strange und dementsprechend auch, ja, ich weiß nicht, wie cool es im Endeffekt für die Spieler war. Ich fand's okay. Ich fand's wirklich okay, aber auch leider nur okay. Dementsprechend, ja. War das ein bisschen strange? Ich mag die Karten. Ich finde, es sind so viele neue, coole Karten dabei gekommen. Dieser Industrietitan, der Obnixilis, diese Ein-Mana-Spells, auch der Ein-Mana-Phasing-Spell, der +1/+1 gibt. Was ist das für eine Karte? Und dementsprechend bin ich sehr, 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 sehr begeistert von diesem Set von Capanna. Obwohl ich es am Anfang gar nicht so gedacht habe. Ich habe am Anfang gedacht, Capanna, okay, ist vielleicht nicht so das coolste Set, weil es macht ja nicht so viel. Und was soll dabei schon rumkommen? Da ist ja gar nicht so viel möglich. Und ich muss sagen, doch, doch, da ist eine Menge möglich. Und das ist auch sehr, sehr cool. Und ja, am Ende des Tages bin ich leider Gottes ein kleiner Magic-Spieler, der einfach Spaß haben will. Das heißt leider. Es ist ja eigentlich nicht leider. Es ist ja wirklich der Punkt, ich will einfach Spaß haben an dem Spiel. Und dieses Spiel liefert mir aktuell sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde auch Arena, wie gesagt, vollkommen okay, wenn man, und das muss ich halt immer wieder sagen, solche gesponserten Accounts hat, wo man einfach alles hat, was man haben möchte. Ihr kennt meine Meinung zu Arena, gerade über den Podcast und ähnliches dürfte das mittlerweile bekannt sein, was da teilweise für Probleme für mich entstehen und was ich gut finde und was ich nicht so gut finde. Dementsprechend, ja, wenn nicht Radio Ravnica Podcast, wo ich unterwegs bin, wenn ihr auf diesem Channel abonniert habt, aber noch nicht auf Radio Ravnica, geht zum lieben Gamery und abonniert dort. Wenn ihr nur Radio Ravnica-Hörer seid und das erste Mal auf meinem Channel seid oder auch andere Leute seid, ich mache nicht viel Arena-Content. Wirklich nicht. Aber ich mache sonst, glaube ich, ganz coolen Content. So mit anderen Sachen. Also könnt ihr euch mal umschauen. Letztes Mal habe ich ja wirklich bei diesem Arena-Event mega viel Zeit investiert für Content, habe mega viel Content gemacht. Eine ganze Woche lang jeden Tag Content hochgeladen. Das kam gar nicht mal so gut an bei den meisten. Dementsprechend habe ich das dieses Mal einfach gelassen, bin ich ehrlich, beziehungsweise werde es lassen. Sondern werde nur ein bisschen mehr zeigen tatsächlich, was so bei diesem Spiel geht aktuell. Weil das Spiel hat so viele schöne Seiten, es hat so viele lustige Interaktionen und so viele schöne Sachen, wie jetzt hier gerade auch teilweise abgeht, während ich hier am Reden bin und ich einfach nur stupide ins Gesicht haue. Und es sind so coole Karten dabei gekommen. Es ist einfach eine Freude, dieses Spiel aktuell zu spielen, meiner Meinung nach. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, oh, wie grausam, wie schlecht das Standard aktuell ist. Es ist Müll. Ich finde es überhaupt nicht Müll. Es kann sein, dass es an diesem Streamer-Event liegt. Genau dasselbe Feeling hatte ich nämlich auch bei dem Streamer-Event von, oh, das wäre fast Level gewesen, von D&D, wo ich halt auch sagen muss, das hat so viel Spaß gemacht. Das fand ich wirklich, wirklich gut. Und am Ende hat sich's halt outgeturnt. Es war gar nicht so krass und gar nicht so gehypt. Aber ich fand's cool und bin halt auch der Meinung, das Spiel lebt davon, ein bisschen Sachen zu haben, neue Karten zu haben. Ich bin mal gespannt, was der Obnixilis macht, was dieser Dingspell macht. Für Standard sind noch so viele andere Karten dabei. Hier diese ganzen Alliance-Karten. So, es ist so viel schöner Spell, so viel schöner Kram dabei. Und ich muss sagen, auch wenn es echt viel ist, was aktuell bei Magic rumkommt. Es sind echt viele Sets. Aber Capanna, auch wenn ich es am Anfang als ein Ikoria abgetan habe, was nicht so cool ist, muss ich sagen, Capanna ist ein cooles Set, das eine Menge Spaß verursacht. Und ich würde es vielleicht nicht unbedingt auf Arena spielen, wenn ihr Arena-Spieler seid. Viel Spaß damit. Denkt dran, es gibt auch Local Game Stores. Ich bin ein Fan von Local Game Stores. Ansonsten, es ist
Wirklich ein cooles Set. Und es macht auch wirklich, wirklich Spaß. Ja, ansonsten Dan of the Bugbear, du kommst getappt ins Spiel. Bringt das was? Nein, dann lieber dich als das. Dann, ach, to any target. Oh, das ist ja boring. Dann machen wir es mal lieber so. All attacks. Das ist ein Instant. Ich konzentriere mich kurz aufs Spiel, dass ich das hier mal zu Ende spiele. Ich spiele ein bisschen mit meinem Gegner. Ich könnte einfach mit Play with Fire ins Gesicht einfach umbringen. Aber mal gucken, was er hier macht. Mit ihm habe ich halt einen lustigen Out mit drin. Und ich denke, da kann ich ihn jetzt ein bisschen blau outen. Auch wenn es halt nicht viel bringt. Er muss ja eh alles blocken, weil er ansonsten tot ist. Und ja, mal gucken, was er macht. So, gehen wir mal +4/+4 auf den. Nehmen wir immer sein gesamtes Board weg. Und kaching. Der kriegt +1/+2/+2. Die kriegen alle +1/+1. Der kriegt nochmal +4/+3. Dann macht das einmal Rabums. Und dann macht das nochmal zweimal Rabums. Und da mache ich einfach Play with Fire ins Gesicht. Entschuldigung. Manchmal bin ich auch ein Spielkind. Ja, werde ich sowas ganz cool in Pioneer spielen? Vielleicht. Habe ich aktuell sehr viel Bock auf Pioneer? Vielleicht. Werde ich das in Standard spielen? Wahrscheinlich nicht. Werde ich bei der Arena in Standard spielen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde mir hier noch ein bisschen Überblick verschaffen, noch ein bisschen über das Set. Wie gesagt, ich fand es in Paper ganz cool. Ich fand es in Arena wirklich nicht schlecht, da ein bisschen rumzutesten. Und dementsprechend, ich bin ein Fan vom neuen Set. Das ist so der Konsens von diesem Blackie zeigt, Capenna. Ich bin ein Fan vom neuen Set. Viele Leute sagen, ah, das Setting passt nicht. Drei Farben, finde ich doof. Ich bin kein Fan davon. Ich mag das Setting auch nicht unbedingt, weil es mir zu menschlich ist und zu wenig nach Magic aussieht. Aber ich mag die Karten, ich mag dreifarbige Sets und ich muss sagen, ich habe heute Abend mit Arena eine Menge Spaß gehabt mit diesem VIP All-In-Account und werde mich nach diesem Abend wieder ein Papierkarten gönnen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Avalexit. Ciao, ciao.